Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil 4. Letztes Mal haben wir diesen gefickten Boss da oben gemacht. Hinter dem Aufzug, also oben bei dem Aufzug. Und ganz ehrlich, ich habe glaube ich noch nie so einen heftigen Bosskampf beziehungsweise so einen geschissen langatmigen Bosskampf gehabt, der mir nicht sofort klar war, sagen wir mal. Also in vielerlei Hinsicht nicht cool, aber ich hoffe, diesmal wird's besser, weil der Typ ist down und jetzt werden wir wahrscheinlich Salazar töten bald oder zumindest angreifen. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass die Typen hier... Sekunde, wenn du schon herkommst, dann... Suplex! Oder nee, nicht Suplex treten. Gott. Oh. Na komm. Ja. Oh. Ah, das war gut. Oh, Pesetten und Gewehrmuni. Gewehrmuni können wir brauchen, nachdem wir letztes Mal alle Gewehrmunition, die wir hatten, verschissen haben. Das schaut irgendwie gefährlich aus. Oh, Pistolenmuni, sage ich nicht nein. Und ja, Peseten. Peseten sind okay. Vor allen Dingen, wenn es 3000 sind. Okay. Ich fühle mich ja gerade irgendwie sehr unwohl. Oh, das wird irgendwie was zum Laufen sein. Mit einem Quicktime-Event, glaube ich. Achtung, bei Überladen des Wagens mit Dynamit wird der Trennschalter betätigt. Moment. Bei Überladen des Wagens mit Dynamit wird der Trennschalter... Moment, das heißt, wenn der Wagen, wo das Dynamit drin ist, überladen wird, oder wenn der Wagen mit Dynamit... Okay, ich bin verwirrt. Ah, was? Oh. Moment, der hat eine Axt, die möchte ich nicht, dass mich trifft. Oh, komm her. Komm nur her. Das kommt schon. Ja, machen wir, dass er wieder mal runterfällt. Komm. So, wir warten jetzt einfach gespannt, bis hier die Leute allesamt hochkommen. Du wirfst jetzt nicht von dort hinten, oder? Ich hoffe mal nicht. Oh, das war gut. Ah, ich würde den nur gerne triggern. Ich liebe das. Das ist so geil. Nee. Das ist so, so hammercool. Ich liebe das. Oh Gott, ich weiß nicht, warum es so lustig ist, aber es ist so lustig für mich zumindest. Vor allen Dingen, weil das Trottel sind. Oh, die sind tot beide, glaube ich. Da, der kommt noch. Sekunde. Dem möchten wir natürlich nicht sein. Oh, vorenthalten. Ach, Hammer. Oh, wunderbar. Oh, Sekunde. Bevor jetzt irgendwer ankommt. Oh. Wo? Ah, da hinten. Ah, ah. Komm. Was? Warum treffe ich die nicht? So. Du bist noch nicht tot. Oh, doch, bist du schon. Oh, nice. Das war jetzt recht schnell. Oh! Nein! Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ich hoffe, der wirft das gerade nicht hier hoch. Wo ist er? Keine Ahnung, wo er gerade ist. Oh. Ich hoffe, das lässt explodieren. Drecksdynamit-Typen. So, und den Schädel. Wunderbar. Ganz genau. So will ich das sehen. So, das sollte da hinten jetzt der letzte sein. Zumindest rein theoretisch. Also rein theoretisch ist ja oft viel möglich, aber komplett praktisch dann... Ah, was ist das jetzt? Ach so, ich dachte, da ist eine Falle. Dabei hat mir der Typ eine Axt in den Schädel geschossen. Ich dachte wirklich, da ist gerade so eine
ein Spike, so ein Stachel aus dem Boden rausgekommen. Komm her. Fall um. Danke. Weil da jetzt so ein Vieh zu haben, wäre jetzt sehr uncool. Nein. Das... Aber sicherheitshalber. Okay, es explodiert nicht. Das ist schon mal gut. Aber ist das jetzt hier auf 5000 Peseten? Ist das hier optional? Sekunde. Kann ich da irgendwie rüber und den Typen da töten, der mir so ein bisschen am Sack geht, weil er die Musik am Laufen hält? Ach, herrlich. Und jetzt wieder Ruhe. Und jetzt denke ich, können wir hier ein Rätsel machen. Es ist ein Trennschalter. Die Stromversorgung ist aktiviert. Das Ding braucht nicht mehr bedient zu werden. Ah, okay. Was ist das? Keine Ahnung. Nicht zu bedienen? Okay. Hier komme ich runter. Ah, da vorne wird das Hauptteil sein. Wir dürfen den Dynamitwagen nicht überladen oder den Wagen nicht mit Dynamit überladen. Wir sollten grundsätzlich nicht überladen, glaube ich. Das ist ein Hebel für den Wagen. Hebel bitte, ja, komm. Das wird schlecht sein, oder? Okay. Okay, das ist schlecht. Aber ich glaube, ich hätte es nicht anders machen können. Denke ich zumindest. Ich laufe jetzt einfach mal hoch. Du bist ein der Dynamit-Typen, oder? Renn! Genau. Das wäre sehr ungut gewesen, wenn das direkt neben uns passiert. Ah, kurz nachladen. Warum verlieren wir eigentlich kontinuierlich Leben? Sind wir vergiftet oder so? Keine Ahnung. Fühl mich nur gerade bei so wenig Leben unwohl. So, wieder einstellen, ja klar. Und jetzt. Ach, das bisschen musste runterspringen, okay. Nein! Nicht so einer. Wo ist der? Ist der hinter uns oder vor uns? Ich glaube vor uns. Gut, Schrotflintenmuni haben wir gerade wenig. Tempemuni haben wir gerade viel. Und eine Brandgranate könnten wir ihm auch vorher mal. Begrüßung. Schenken. Oh nein. Genau das wollte ich. Hoch, hoch hier. Oh Gott. Okay. Moment. Moment. Ja, komm. Moment, ich kann doch den Typen, genau den hier, doch auch so runter. Ja, genau. Aha. Ja, das ist gut. So, jetzt schieße ich die einfach so ab und so. Und das mache ich jetzt eigentlich auch mit dem Schrotflintentypi. Bis er irgendwann tot ist durch einen Fallschaden. Ganz genau. Oh, Gewehrmuni. Ich dachte gerade, hinter mir kommt noch ein Säge. Kettensäge, genau. Typi. Aber glaube ich nicht. Ah, ich finde das so befriedigend. Also, ja, wirklich befriedigend. So, dass ich bin in Control über euer Leben. Bin ich zwar grundsätzlich schon, aber so bin ich halt auf geile Weise in Control. Schrotflinten-Typ down? Nein. Hahaha. Sekunde und jetzt hauen wir ihm noch eine Granate vor die Fresse. Wobei, wir könnten ihn zuerst mal ein bisschen noch mit der Muni hier mit der TMP. So zum Beispiel, Sekunde. Na genau. Nice. 10.000 Peseten für quasi nichts an Arbeit. Das ist schön. Das
sind wir ein Schnorrer. Nennt mich ruhig Alan Harper. So, also, go, go. Hebel für den Wagen, Hebel betätigen, komm. Und was auch immer wir damit jetzt bewegt haben, wir haben es bewegt. Sollte das jetzt nicht hier so eine Art Brücke oder so auslösen? Und was ist da hier? Hier ist irgendwas. Nehmen, Assign-Kristall. Moment, Sekunde. Ist irgendwo ein Schatz? Nope. Aber, nee. Erst gegen Ende ist ein Schatz. So, die Frage ist, was wir jetzt hier... Oh, wir sollten hier das Dynamit nehmen. Dynamit. Das ist die Frage, wo wir das hinbringen. Weil, ich habe keine Ahnung. Oh, hier der Fels, oder? Ja, Felsen versperren den Weg. Wenden. Nein, renn. Hier ist außerdem noch Stuff, den habe ich fast übersehen. Na komm, ja. Okay, Sekunde kratzen, deswegen renne ich kurz nicht. Ach. Also, die Steuerung ist mir übrigens inzwischen ins Fleisch und Blut übergegangen. Also von daher auch Magnum-Muni. Nice. Wahrscheinlich ist Salazar ein Boss und... Oder vielleicht ist Salazar gar nicht ein Boss, aber seine linke Hand ist dann noch ein Boss. What the fuck, das schaut nicht cool aus. Das schaut ganz und gar nicht geil aus. Das schaut ziemlich schwul aus. Kann da oben irgendwas... Das schaut nicht gut aus. Ich glaube, hier kommt irgendwie noch ein großer Gegner. Oder grundsätzlich irgendeine Art von Gegner ergreifen. Ja. Was ist das jetzt? Okay. Oh, ich muss so wahrscheinlich irgendjemanden umbringen. Kann ich das wieder rückgängig machen? Bitte? Irgendwie? Macht sich das selbstständig rückgängig. Habe ich irgendwie einen Rückgängigkeitsschalter? Und da ist irgendwas, aber das ist kein Rückgängigkeitsschalter, sondern eine Blendgranate. Oh doch, es macht sich rückgängig. Es dauert nur halt ein bisschen. Ich wette da... Ich könnte mir vorstellen, dass da eine Elgigante kommt. Oder gleich zwei! Genau! Genau! Fickt euch doch. Sekunde. Aber ich glaube, mit ziemlicher Sicherheit. Ha! Nice. Ja. Ich glaube nicht, dass der ein Lavabad überlebt, der Elgigante Wichser. Oh Gott, schnell, schnell hoch. Gut, dass der nur dämlich guckt, während ich da hochklettere. Haha. Nicht loslassen, Leon. Jetzt loslassen. Okay, ich kann hier noch nicht tun. Okay, der geht diesmal da lang. Okay. Ich glaube, ich muss den jetzt einfach nur so... Aber das ist ein geiler Trick. Ich warte kurz, damit das... Ja, ich glaube, ich habe gerade... Also entweder hat der Typ gerade nur gegrunzt oder es ist tatsächlich irgendwas passiert mit der Lavagrube. Ja, die Lavagrube ist zu. Gerät ist blockiert. Warum ist das Gerät blockiert? Okay, shit. Ich glaube, ich muss den zweiten per Hand töten. So. Moment. Moment. Okay, jetzt hier hoch. Ich glaube, das ist eine gute Idee, das so zu machen. Jetzt hier nachladen. Wow. Was war das gerade? Nicht Gerät blockiert. Fuck. Okay, ich muss den zweiten scheinbar manuell ausschalten. Oh, sehr gut. Jetzt kann ich hier wieder irgendwie so einen Dance machen. Und drücken, drücken, drücken. Kann nicht schneller drücken. Oh, fuck.
Ist er schon... Nee, ich dachte gerade, ist er schon tot? Weil er gerade nichts gemacht hat, kurzzeitig, aber nee. Ich sollte hier oben nicht zu lange verweilen, weil er dann das, glaube ich, umschmeißt. Und wenn er das einmal umschmeißt, ist, glaube ich, ganz schlecht. Oh, nein! Gott! Dieser kleine Hurensohn. Moment. So, ich muss jetzt hier irgendwie heilen. Na, grünes Kraut ist zu wenig wahrscheinlich. Ich nehme ein Heilspray, komm. Außerdem würde ich jetzt, glaube ich, gerne die... Nee, Granaten, glaube ich, helfen gegen die gar nicht mal so. Außerdem, wir haben fast keine Muni mehr. Wir haben Schrotflinten wieder... Haben wir nicht letztes Mal alle Schrotflinten-Muni fast aufgebraucht? Keine Ahnung. Wir hauen auf jeden Fall dem gleich noch ein bisschen was an TMP-Muni in die Fresse. Ja, der wollte das schon wieder ein bisschen schütteln. So, stirb. Ha, ha, nein, nein. Schnell. Klettern, klettern, klettern. Fick dich doch. Okay, das ist jetzt ganz schlecht. Okay, Schrotflinte. Ha! Ich glaube, ich bin nicht ausgewichen. Fick dich. Dreckskind. Sehr gut. Gut, dass ich da ein bisschen invincible bin. Eine Sekunde, vielleicht kann ich... Ha, nein, ergreifen! Okay. Sekunde. Ganz ehrlich, leck mich am Sack. Du wirst jetzt mit einer Handgranate ordentlich... So, komm. Das hat das den Trick noch nicht gemacht. Scheiße. Komm! Warum? Okay, schnell wickeln, 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 wickeln. Oh Gott. Okay, ich soll teilen. Heilspray. Gott. Oh. Das war gut. Sehr gut. Und jetzt klettern gleich. Und... Drücken, drücken. Oh Gott, ich kann nicht schneller, ich kann nicht schneller. Fuck, der hat es noch nicht gereicht. Kleines, welches Hurenkind. Okay, ist er down? Nein. Leider nicht. Gut, 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 dass da so, glaube ich, dass man da drücken kann. Also, dass man das verwenden kann. Sekunde, ich brauche hier noch Fernkampf. Gibt alle Fahrt! Fick dich. Kleines Pennerkind. So, gut, dass der ein bisschen verwirrt ist. Ich werde den, glaube ich, jetzt ein bisschen eher mit Pistole abschießen. Weil Schrotflintenmuni ist mir da irgendwie ein bisschen... Oh Gott, nein. Schrotflintenmuni ist mir da gerade ein bisschen zu sehr wertvoll. Außerdem kann ich, muss ich dann nicht so warten, dass er auf, in der Nähe ist. Ich glaube, die Magnum wäre jetzt übrigens Verschwendung. Ah. Oh shit. Und jetzt kann ich aber, glaube ich, gerade gut... Nein, der ist direkt vor mir. Brandgranate, komm. Oh, Moment, Sekunde. Jetzt einen Schuss mit der Schrödinger. Ha, nein! Nein! Aus! Lauf!
Oh, das war gut, glaube ich. Oh ja, ja, ja. Sehr gut, wunderbar. Bitte sag, das reicht diesmal. Ja, und das Mal ist ein anderer Knopf und ich glaube, beim ersten Mal war das das Zeichen, dass er tot ist. Ja, ja. Ja. Okay, hätte ich das jetzt verschissen, wäre es echt dämlich gewesen. Boah, danke. Und da geht er auf. Oh, sehr gut. Und wir halten 15.000 Pesetten. Muni wäre mir irgendwie lieber, aber für 15.000 Pesetten können wir uns zumindest wieder ein Heilspray kaufen. Und ich dachte, ich kann beide Giganten einfach mit der Lavafalle töten, aber ich glaube, es war so gedacht, dass man einen töten kann und den anderen nicht. Wobei, Brandgranaten, wenn der... Wobei, nee, ich glaube, kein lebendes Vieh, egal ob es ein Elgigant ist oder nicht, kann so ein richtig Hardcore-Brandbad überleben. War jetzt eigentlich nur irgendwas? Nö. Also die Kämpfe sind... Nein, das sind nicht diese ekelhaften Insekten wieder, oder? Was ist das? Doch. Ach, fickt euch doch. Shit, aber ich muss hier irgendwie durch. Ich gehe einfach mal, vielleicht bemerken die mich dann nicht doch. Hier steht, die beiden Lichter werden einen neuen Weg bescheinen. Okay, ihr kleinen Hurenkinder. Okay. Ihr wollt tanzen? Tanzen wir. Nein! Hä? Hä? Oh! Hä, was ist jetzt los? Wäh, kotz mich nicht voll, du Drecksvieh. Immerhin sind das One-Shot-Kills. Und nicht wie ihre Kollegen in der Kanalisation. So. Ich will mich gerne irgendwie heilen, aber... Ja gut, ich nehme ein grünes. Und hoffe, dass ich nicht mehr erwischt werde von irgendwas. Nein. Wo? Keine Ahnung. Ich laufe. Ich laufe. Ich hoffe, das passt so. Was ist das? Blendgranate? Okay. Na, aber ich will die schon mitnehmen. Nein. Ach, fix. Hä? Hä? Wo ist es jetzt? Oh, was ist jetzt los? Sekunde, falls ihr irgendwas habt, wir können es verkaufen. Ist noch irgendwo eins? So, weg mit dir. Aber irgendwo ist noch eines, ich höre es. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja gut, ich habe fast keine Muni mehr. Ich habe grundsätzlich fast keine Muni mehr von irgendwas. Also ganz ehrlich, bin mir gerade nicht sicher, was abgeht. Nice. Sehr gut. Wunderbar. Es waren immer noch nicht alle. Ich glaube, es bringt hier wenig, alle zu töten zu wollen. Was ist hier los? Es ist irgendein Schalter drücken. Ja, komm. Oh, Licht. Licht ist gut, Licht ist gut. Wir sollen irgendwie zwei Lichter anmachen. Nein, viel zu viele. Hä, was? Nein. Nein! Oh! Oh, oh, shit! Kombinieren wir das gleich mal mit dem. Shit. Okay, fickt euch alle. Ei, Huren. Ich hoffe, damit ist jetzt hier alles tot und wenn nicht, dann... Alter Gott! Wer? Wer, wie und warum? Das ist doch hier nicht mehr lustig. Wie viele sind das denn? Die kann ich doch gar nicht alle. Ich glaube, ich hätte einfach durchrennen sollen. Ich glaube, das wäre intelligenter gewesen und ein, zweimal Kraut fressen. Jetzt ist hier zum... Feig.
Ich glaube, wir werden jetzt hier sterben, weil ich habe keine Heilung mehr und ich werde hier sicher nicht alle meine Muni verbrauchen. Okay, lauf. Okay. Alter, warum haut ihr mich zurück? Das ist doch unfair. Ganz ehrlich, okay, das ist wirklich schwul. Ich lasse mich jetzt hier sterben. Ganz ehrlich, das ist doch so für'n Arsch. Ich hasse es, wenn es so viele fucking Gegner gibt. Na, gut, aber ich denke... Oh fuck, ich hoffe, wir kommen jetzt am Anfang dieses Raums raus und nicht vor dem Elgigante-Kampf, weil das würde mich jetzt echt abfucken. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Jetzt sind doch hier auch relativ wenig Speicherpunkte übrigens. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Resident Evil. Und bis dahin sage ich, ja. Das wird, glaube ich, jetzt eine sehr ungute Stelle werden. Das war jetzt dämlich. Ich wollte eigentlich kombinieren, aber gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.